Hey meine Freunde und willkommen zurück in dieser wunderbar schönen Welt von Horizon Zero Dawn. Ja, ich habe den Namen gelernt. Und während ich das gerade hier aufnehme, ist natürlich auch der Chat wieder dabei. Nicht so wie beim letzten Mal. Das Live-Let's Play geht jetzt offiziell wieder weiter. Und ich habe gerade überlegt, wie heißt diese wunderbar schöne Welt eigentlich? Ich weiß es nicht. Gibt es einen Namen? Falls ihr diesen Namen wisst, falls ich den irgendwie vergessen habe oder so, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich stehe ein bisschen woanders als beim letzten Mal. Ich habe nämlich gerade eine kleine Schnellreise gemacht. Von dem Tor hier unten, wo wir eben losgelaufen sind, vom Becken-Nordtor, hier rüber zu oben zu, ja, hier ist, glaube ich, unsere Hütte irgendwo, oder? Ich glaube, hier müsste unsere Hütte sein. Und dann hier kurz neben rüber, weil Rust steht hier unten und da müssen wir auch unsere Mission weitermachen. Ansonsten hat sich nicht so viel verändert. Waren wir in diesen Ruinen eigentlich drin? Fällt mir gerade so ein. Wir waren in diesen Ruinen gar nicht drin, ne? Da würde ich eigentlich schon gerne nochmal rein. Aber vielleicht mache ich das ein andermal. Vielleicht mache ich das einfach auch mal im Stream ohne Aufnahme. Schauen wir mal. Gut, wir sind hier wieder mit Aloy. Und wir werden jetzt einfach mal uns straight zu Rust begeben. Um zu schauen, was der denn jetzt für uns hat. Weil wir müssen ja auch jetzt langsam, wir gehen ja langsam auf unsere Erprobung zu. Ah, ich schürf mir alles auf. Oh. Wo ist eigentlich, es ging irgendwo, mit konnte ich schlittern. Ich weiß aber gar nicht, womit. Ach ja, mit der Taste, okay. So. Aloy. Das Ding ist ja auch... Ah, hier, hi Aloy. Wir müssen reden. Oh. So, dann. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ich würde sagen, oh, wenn wir das haben... Nein, noch nicht. Ich bin bald wieder da. Verstehe. Ich warte hier. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich... Aloy. Lass uns reden, Aloy. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht wieder zurückkommen. Ah, jetzt ist natürlich... Ah, ich wollte ja auch nochmal bei dem Händler vorbeischauen. Ah, ich will... Ist egal. Ist egal, Leute. Wenn wir was vergessen haben, dann ist es so... Ich glaube, wir werden... Alles, was wir hier im Progress machen können, werden wir später sowieso noch wieder einholen können. Okay, Rust. Schieß los. Ja, ich denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Letzte Ratschläge, Mutterherz. Ich bin bereit. Lassen Sie mich rein. Mal ein bisschen was über Mutter. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Wir wissen auch immer noch nicht, was mit ihm passiert ist, ne? Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rust. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Hast du noch Tipps für mich? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Ja gut, ich bin bereit. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden.
Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Oh nein, Rost. Scheiße. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst, ich folge dir. Dieses Mal nicht. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Das ist schon ein bisschen. Schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Fürs Erste. Zuerst die Erprobung. Aber ich denke, wir werden ihn irgendwann noch wiedersehen. Ich denke nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass wir Rost gesehen haben. Das ist, keine Ahnung, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wir machen jetzt erstmal unsere Erprobung und dann werden wir zum Krieger und dann schauen wir mal. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist hier, Sir? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. So, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Okay. Alle hier mordsmäßig am Feiern. Es scheint eine geile Gaudi zu sein. Ihr chattet schon ein bisschen viel. Mit meinem Vater. Ich schwöre es. Alles klar. Fruchtbarkeitssegen mit deinem Vater. Okay. Die hat schon ein bisschen ordentlich viel Intus, würde ich sagen. So sehe ich übrigens auch aus, wenn ich im Club tanze. Der hat die Moves. Oh ja, Mann. Der hat auf jeden Fall die Moves. Auch am Start. Kannst auch schon mega. Gut, wir sollten rechts lang, ne? Das heißt, irgendwo. Ach, wir können erstmal das Feuer hier nehmen. Dann machen wir kurz einen Schnellspeicherpunkt. Und dann gehen wir mal hier rüber. Mal gucken, wer jetzt hier. Jeder weiß, dass Tirsa die Ausgestoßene als Siegerin sehen will. Was ist das? Und Lanza will alles, nur das nicht. Okay. Kann mir also am Feuer die. Das ist cool. Ich kann mir am Feuer die Hände wärmen. Also nur an dem Feuer. An dem Speicherfeuer anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht so richtig, was das bringt. Das ist das schlimmste Gesöff, das ich je getrunken habe. Ich will noch eins. Aloy! Du bist es, oder? Oh, wer ist er? Ich sollte du bist Aloy. Tab! Den ihr mir gerettet habt. Hab ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. 15 Jahre. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen.
Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Oha. Wir kriegen wieder eine Gratiskiste. Eine Gratiskiste. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass alle Händler immer Gratiskisten haben. Oh, wir können es eine aussuchen, oder was? Nee. Die ist kostenlos. Nora-Kriegerin. Was denn sonst noch? Das sieht cool aus. Stille Nora-Jägerin. Aber 200 Metallschards haben wir nicht. Verdammt, hätten wir noch mal ein bisschen mehr Zeug gehabt. Warte mal, wir können ihm doch locker auch noch Sachen verkaufen. Schade, ich kann ihm mein normales, meine Klamotten nicht verkaufen. Was ist das denn? Genesungstrank. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Waffen, die brauchen wir auch. Was können wir denn hier von dem Zeug verkaufen? Indra-Linse. Haben wir nicht irgendwo von relativ viel Kühlsaft? Und auch nur vier. Hier, da. Plünderer Herz. Bringt 25 Shards. Hier, die bringt 20. Ein Wächterherz. Ich verkaufe ihn mal. Und mal mehrere verkaufen. Verkaufe ihm mal 3 Stück. So, dann warte, haben wir jetzt. Aloy, du hast deine Kluft nicht mitgenommen. Achso, Entschuldigung. Ja, na klar. Warte, ich wollte aber eher. Ich wollte doch eher was anderes kaufen. Warte mal, Effekte. Was sind denn die Effekte? Steht nur an. Diese Kleidung dient der Tarnung und erschwert es, die Trägerin zu sehen und zu hören. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Was ist das? Rüstung einer Nora-Kriegerin für den Fronteinsatz im Kriegstrupp verstärkt. Die metallüberzogene Brustplatte schützt bei Nahkampfangriffen. Diese Kleidung dient der Tarnung und erschwert es, die Trägerin zu sehen und zu hören. Das ist aber besser. Die sieht cool aus, muss ich sagen. Diese Rüstung wurde hergestellt, um den Elementen zu trotzen und hat einen in den extremen Bedingungen des Heiligen Landes gut bewährt. 5 gegen Feuer, 5 Frost, 5 Schock, 5 Dusel? Keine Ahnung. Zwei Wächterlinsen. Ich habe 5 Stück davon. Zünder. Ich werde nochmal ein bisschen was verkaufen. Hier zum Beispiel, wir können ihm auch mal. Wir können ihm bestimmt einfach mal locker 20 Zünder verkaufen. So. Dann auch bestimmt nochmal so 18 von den. Von den Drähten. Stöckchen will er nicht haben. Oder eigentlich. Wir können nochmal 2 Wächterlinsen verkaufen. Sind das Metallgefäße? Können wir ihm auch nochmal 2 andrehen. Und noch ein. Oh, jetzt geht im Hintergrund mein Drucker los. Hier, Lohn. Zum Beispiel bringen auch noch 4. Ja, nochmal 5 Stück weg. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Geld gemacht. Ich meine, das kriegen wir sowieso. Aber. Lohnt es sich, Geld auszugeben für sowas? Ich weiß es nicht. Ich, wisst ihr was, Leute? Ich nehme die einfach mal mit, oder? Ja, Nahkampfschaden. Die ist natürlich auch geil, muss ich sagen. Die hat einfach gar keine Effekte. Also, sieht schon cool aus, muss ich sagen. Also, die, wir nehmen einfach... Ich entscheide jetzt noch Optik. Wir nehmen einfach die, Leute. Wir nehmen einfach die. Kaufen. Zack. Yo. Ausrüsten. Und das Ding müssen wir natürlich kaufen, weil es halt gratis ist. Nö. Nehmen wir später. Rüsten wir später aus. So. Ja. Zieh sie an, wann immer die danach ist. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut. Ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Kaja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken.
Okay, so. Wir sind schon mal sexy aus. Das Ding ist, haben die Outfits überhaupt Werte? Also, es müssen ja logischerweise müssen die ja irgendwelche Werte haben. Aber ich kann halt zum Beispiel nicht erkennen, warum die jetzt oder was hat die denn für einen Wert gegenüber der? Nix, glaube ich. Kann die auch einfach entfernen. Behalt die einfach mal, weil wir haben 5 Outfit-Slots. Ich habe das nämlich schon mal geupgradet beim letzten Mal. Beim Tragedings hier, wo ist es da? Ah ne, den habe ich noch nicht geupgradet. Aber das könnten wir nicht mal machen, weil ich meine, 20 Holz haben wir und 15 Metallscherben. Was soll der Geiz, oder? Jetzt müssten wir auch, glaube ich, alles auf 2 haben. Ne, Rohstoffbeutel. Doch. Upgrade 2, genau. Upgrade 2, Upgrade 2. Einzelnen Trankbeutel könnten wir noch erhöhen. Dafür fehlt mir ein bisschen Holz und ein Metallgefäß. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, weil so viele Tränke habe ich nicht dabei. Fallenbeutel, ich glaube, wir haben gar keine Fallen dabei, beziehungsweise... Doch, natürlich, die andere. Die upgraden wir auch mal schnell. Den haben wir auch schon geupgradet. Der ist auch schon weiter oben. Hier haben wir alles auf jeden Fall mindestens jetzt auf 2. Und hier haben wir noch die... Das, glaube ich, alles. Er sagte ja, das sollte etwas besser sein als das andere, aber... Ach so, weil es eine Modifikation... Okay, es hat einen Modifikationsslot. Das ist jetzt aber auch nicht... Auch nicht so genial. Also ich kann ja nochmal... Cool aus, ne? Okay. Nehmen das Ding einfach mal und modifizieren nochmal irgendwas. Was haben wir denn? Verderbnisschutz, Fernangriffsschutz und Tarnung. Da ballern wir die Tarnung da rein, oder? So. Sind wir noch ein bisschen besser geschützt. 8 Tarnung. Das ist gar kein Wurf. Wird schon cool sein. So, wo geht's dann hier? Was ist hier? Jetzt kann ich den beim Tanzen zuschauen. Das ist natürlich auch cool. Sieht auf jeden Fall schon ein bisschen edler aus. Ne? Wir sind jetzt nicht mehr so der letzte Lump. Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Jetzt hört genau zu. So, wir sehen auf jeden Fall nicht mehr aus wie der letzte Lumpi. Vorratskiste. Ach ja, wir gehen einfach mal irgendwo an eine Kiste und suchen ein paar Metallscherben. Mache ich auch ständig, Leute. Wenn irgendwo eine Kiste rumsteht. Wer denn hier? Karst? Was machst du hier? Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde es dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Ja, du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Ich mache dir den besten Preis, versprochen. So, was haben wir denn hier? Stolperfallen. Wie viel habe ich denn davon aktuell? Also die Stolperfalle habe ich ja schon, aber die muss ich denn ja... Muss ich die neu kaufen oder kann ich die auch craften? Scherben sind immer gern gesehen. Das würde ich gerne mal rausfinden. Ich habe doch da eine Stolperfalle. Achso, wobei, kann ich denn nicht hier irgendwie über das Dingsrad machen? Herstellen, da unten. 8 Charts, 4 Draht und ein paar Zünder. Perfekt. Ja, perfekt. Ja, ich nehme das erstmal einfach so hin. Was denn? In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben von Mörder und Versklaver! Hey, lass das sein! Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder.
Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte. Könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Sieht so aus, als wäre es an dem kahlen Markt unbekanntes Gerät entdeckt. Was bedeutet das? Die Karja nahmen bei ihren Raubzügen vor 5 Jahren meine kleine Schwester. Genau wie meiner. Denn ich kann es einfach nicht. Vielleicht sind die Karja gekommen. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Seine Stimme ganz anders. Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nichts für ungut. Dir steht er toll. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Mimik ist so gut in diesem Spiel, das ist Wahnsinn. Will ich noch mehr über die Leute erfahren? Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann wieso genau der, wieso das, was er diese Grundstimme so rum? Ich kenne ihn ein paar Jahre. Und wieder? Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Okay. Ja, wir gehen mal ich zur Segnung. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja. Hör mal, es geht mich ja nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug. Du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Alter, wie mich an? Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Ich stelle dich sogar meiner Schwester vor. Sie hat noch mehr Verbindungen als ich. Ich dachte, der Sonnenkönig hätte sie entführt und geopfert. Ha! Entführt? Ja. Getötet? Nein. Ein paar Karja können Ersa nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt Hauptmann der gesamten Garde. Eine tolle Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal bei einem Drink. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Der gräbt uns ganz schön an. Der Lümmel. Na gut, okay. Ich würde sagen, wir laufen nochmal zur Segnung und dann beenden wir die Folge für heute, oder? Wie seht ihr das? Weil ich habe leider auch wieder gerade gar keinen Timer am Start. Professionell, wie es nun mal bei mir ist. Ich habe gerade gelesen, dass es hin und wieder mal ein bisschen leckt. Ich muss dann gleich nochmal nach der Aufnahme schauen, dass es halt beim nächsten Mal besser wird. Ich würde sagen, wir hören hier erstmal auf, Freunde. Es hat mir wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht.
ich bin auch schon wieder auf euer Feedback gespannt. Und wir sehen uns dann einfach morgen wieder bei einer neuen Folge. Wie heißt das jetzt hier? Horizon Zero Dawn. Genau. Gut, ich verabschiede mich von euch. Macht's gut, meine Freunde. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.